Genau. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Heute zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar möchte ich dir heute mal zeigen, was du ganz persönlich vom Gedächtnissport fürs Lernen, für dein Medizinstudium lernen kannst. Ja, und du hast es wahrscheinlich schon vielleicht bei anderen Videos gehört oder mitbekommen, dass ich eine Zeit hatte, fast 15 Jahre, wo ich sehr, sehr intensiv Gedächtnissport ja betrieben habe, wo ich sehr intensiv die Lerntechniken versucht habe, für mich, für den Gedächtnissport zu optimieren, dann später eben auch fürs Studium, da werde ich später dann noch genauer drauf eingehen. Und du wunderst dich jetzt vielleicht, Gedächtnissport hast du so vielleicht noch gar nicht gehört. Es gibt es wirklich, es ist wirklich eine Art Sport, eher eine Gedächtnis- oder Gehirnsport, wo man wirklich sich in den Raum hinsetzt, gegen andere antritt und versucht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Fakten, Inhalte und so weiter sich einzuprägen und das möglichst effizient und fehlerfrei. Und im Folgenden möchte ich dir eben zeigen, was ich beim Training mit den Lerntechniken für Learnings draus gezogen habe, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und die du dann eins zu eins nutzen kannst, um wirklich in deinem Medizinstudium selbst diese Tricks anzuwenden und somit effizienter und effektiver ja zu lernen. Ganz kurz vorweg, Gedächtnissport, was macht man da, wie sieht das Ganze aus? Normalerweise gibt es bei kleineren Meisterschaften oder Turnieren so 7 Disziplinen, bei deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften gibt es dann 10 verschiedene Disziplinen. Was kann das zum Beispiel sein? Eine Disziplin ist, sich einfach zufällige Ziffern in der richtigen Reihenfolge einzuprägen. Eine andere Disziplin ist, sich historische Daten, fiktive historische Daten einzuprägen. Alles natürlich so aufgebaut, dass man sich nicht vorbereiten kann. Oder Binärzahlen oder zum Beispiel Namen und Gesichter. Oder man muss sich ein Kartendeck mit 52 Karten in möglichst kurzer Zeit einprägen. Also es gibt so 10 verschiedene Disziplinen, wo man eben sich misst und schaut, wer der Beste und Schnellste und Fehlerfreiste ist im Auswendiglernen. Ja, und das war schon mal mein erstes Learning. Vielleicht auch noch vorweg. Zu 99,9% alle die Gedächtnissportler in all diesen Disziplinen, außer bei Namen und Gesichtern, das ist so eine kleine Ausnahme, da verwendet man meist eine andere Technik, verwenden die ganzen Gedächtnissportler, ob die Weltbesten das sind oder auf regionalen Meisterschaften, immer die Loki-Methode oder ist quasi ein Synonym die Gedächtnispaläste. Und das hat mir schon als erstes Learning gezeigt, als ich dann so im Gedächtnissport aktiv wurde, wie krass das ist, dass es eine Lerntechnik gibt, mit der ich Ziffern mir einprägen kann, Namen, Fakten, Begriffe oder auch Spielkarten oder sonstiges, dass du quasi die Gedächtnispaläste so gut wie immer dann einsetzen kannst, wenn du auswendig lernen möchtest. Und das hat mir dann schon auch dann später im Bio- und Medizinstudium gezeigt, dass man eben, ob du dann Tabellen lernst, Biochemie, Anatomie, Pharma, egal was, immer wenn es darum geht, sich irgendwelche Fakten hier oben einzuprägen oder einzubläuen, dass das wunderbar klappt. Dann gleich mein zweites Learning vom Gedächtnissport, wo ich immer dachte, okay, Gedächtnissport, das sind wirklich die Leute, die top motiviert sind, möglichst effizient einfach zu lernen und effektiv. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die mit Gedächtnispalästen lernen, ich glaube, die wären die Ersten, die, wenn es eine effektivere Lerntechnik geben würde, die als erstes diese Lerntechnik dann anwenden, um eben bei Gedächtniswettkämpfen ja noch besser, noch schneller zu sein. Und genau das Gleiche finde ich es auch, oder konnte ich dann fürs Medizinstudium sehen, dass wirklich diese Gedächtnispaläste einem so viel Zeit und Nerven ersparen und in meinen Augen es eben nichts Besseres gibt, als mit Gedächtnispalästen zu lernen, wenn man sich eben die Sachen wirklich einprägen und auswendig lernen möchte. Ja, und prinzipiell ist es dann so bei Wettkämpfen, es gibt die einzelnen Disziplinen, da gibt es jeweils einen Gewinner pro Disziplin und dann, da ist das Hauptaugenmerk eigentlich drauf gerichtet, wie so im Zehnkampf im normalen Sport bei der Leichtathletik, es gibt dann einen Sieger über den ganzen, über alle Disziplinen. Und wer da die meisten Punkte ergattert hat und der Beste war, der ist dann quasi der Gesamtsieger. Dann vielleicht noch ganz kurz, wie bin ich überhaupt zum Gedächtnissport gekommen? Bei mir hat alles damit angefangen, dass ich mir in der Schule recht schwer getan habe oder ich von Natur aus einfach eher ein schlechtes Gedächtnis mitbringe. Wer mich kennt, weiß, wenn ich Lerntechnik nicht anwende, geht es gefühlt hier rein und da drüben wieder raus. Und dann wollte ich einfach effektiver lernen, bin dann auf diesen Gedächtnissport, auf diese Lerntechnik gestoßen, habe die ein bisschen ausprobiert und war dann so krass begeistert. Ich konnte mir gefühlt kaum meine Handynummer merken, plötzlich konnte ich mir 50, 100, irgendwann mehrere 100 Ziffern in einer relativ kurzen Zeit einprägen, wo ich dann so begeistert war und jetzt noch begeistert bin, was man eben auch aus einem Gedächtnis herausholen kann. Und das war so das nächste Learning. Selbst ich damals, wo mir echt schwer getan habe beim Auswendiglernen, konnte mittlerweile 2 Gedächtnisweltrekorde aufstellen oder bei Gedächtnismeisterschaften, du siehst da oben die Pokale, mit Erfolg mitmachen. Ich konnte die Süddeutsche Meisterschaft gewinnen, ich war dann sogar 7. bei Deutschen Meisterschaften, 19. bei Weltmeisterschaften. Und wenn ich das dir jetzt so noch erzähle, kriege ich echt immer noch eine Gänsehaut, weil ich so krass finde,
wie es vor 10, 15 Jahren war, wie ich da lernen oder auswendig lernen konnte und wie schnell und gut ich mir jetzt Sachen einprägen kann. Und es ist nicht irgendwie Zauberei, Hexerei, sondern es sind einfach die richtigen Lerntechniken ein bisschen trainiert und richtig angewandt. Und schon kannst auch du und jeder in meinen Augen enorm viel und Unglaubliches aus deinem Gedächtnis, aus deinem Gehirn herausholen. Ja, und das kann oder soll dir einfach zeigen, dass selbst wenn du sagst, du tust dir vielleicht ein bisschen schwer beim Auswendiglernen, es wirklich Möglichkeiten und Techniken gibt, dir ein gutes Gedächtnis anzutrainieren. Soll dir aber auch zeigen, falls du schon sehr gut auswendig lernst, dass du, wenn du noch nicht mit solchen Lerntechniken lernst, noch enormes Potenzial hast, wo du vielleicht dir gar nicht erträumen könntest. So was bei mir damals, ich wäre jede Wette eingegangen, hätte mir jemand gesagt, ich kann mir irgendwie 200 Ziffern in 5 Minuten irgendwann einprägen, hätte ich gesagt, boah, ich wette alles drauf, es ist nicht möglich mit meinen Grundvoraussetzungen oder mit meinem Gedächtnis. Und ja, das ist so, wo dir einfach zeigen soll, ob du gut oder schlecht lernst, du hast noch krasses Potenzial, wenn du mit den richtigen Lerntechniken lernst. Ja, und du hast jetzt vielleicht schon auf unserem YouTube-Kanal vielleicht hier schon Videos gesehen, wo ich erklärt habe, wie du dir so auch so einen Gedächtnispalast bauen kannst. Wie gesagt, 99% im Gedächtnissport bauen sich Gedächtnispaläste und merken sich dann die Sachen damit. So habe ich es dann auch im Biostudium, Medizinstudium gemacht. Und oft kommt dann der Einwand oder die Frage, okay, ich muss mir erst einen Raum suchen, ich muss mir Bilder überlegen, ich muss die dann noch in diesem Raum verknüpfen und ablegen. Es ist ja alles sehr zeitintensiv, das dauert zu lang und so weiter. Klar, am Anfang dauert es ein bisschen, aber es gibt zum Beispiel, und da sind wir wieder beim Gedächtnissport, eine Disziplin nennt sich Spoken Numbers. Das heißt, ein Computerprogramm spricht im Sekundentakt zufällige Ziffern 5 Minuten lang und du musst dir, das hört nicht irgendwann auf oder stoppt, sondern du musst dir wirklich der Reihe nach, so wie die Sekunde nach Sekunde die Ziffern gesprochen werden, dir einprägen. Und das soll dir zeigen, auch bei der Disziplin baut man sich Gedächtnispaläste. Klar, man hat sich schon den Raum davor vorbereitet. Aber dann kommen die Zahlen, man wandelt die Zahlen meistens in Zweier- oder Dreierblöcken um. Es gibt auch ein System, das habe ich auch hier schon mal erklärt, wo du quasi immer eine Ziffer im Bild umwandelst. Dann braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber normalerweise macht man dann sich ein Bild für 2 oder 3 Ziffern und legt die dann in seinem Gedächtnispalast ab. Und das Ganze im Sekundentakt. Also du siehst, wenn du das ein bisschen trainierst, dass du einen Gedächtnispalast, wenn du ein bisschen geübt bist und ein paar gebaut hast, wirklich sehr, sehr schnell bauen kannst. Weil eben, wie gesagt, oft der Einwand kommt, oh, so ein Gedächtnispalast sich zu erstellen, dauert zu lang. Klar, am Anfang muss man ein bisschen trainieren und üben, bis man reinkommt. Aber wenn es dann mal wirklich läuft, kann man Gedächtnispaläste richtig, richtig schnell sich bauen. Und das soll dich motivieren und zeigen, gerade wenn du sagst, am Anfang, es dauert gefühlt noch ein bisschen länger, dass du auf jeden Fall dich nicht entmutigen lässt. Weil wenn du ein bisschen trainierst und dran bleibst, du echt sehr, sehr schnell eben Gedächtnispaläste bauen kannst. Und vielleicht noch als kleiner Einschub, du kannst dir mal in die Kommentare schreiben, was du zum Beispiel schätzt, was man oder die Weltbesten oder wo der Weltrekord liegt, wie viele zufällige Ziffern man sich in der richtigen Reihenfolge in 5 Minuten einprägen kann oder wie viele Binärziffern man sich in einer Stunde, also nur Nullen und Einsen in zufälliger Reihenfolge, auch richtig einprägen kann. Ich kann dir schon mal nur aus einer anderen Disziplin schon mal was verraten, damit du schon mal so einen Richtwert auch hast, was wirklich möglich ist, wie lange meinst du, braucht jemand, um sich 52 Spielkarten in zufälliger Reihenfolge richtig einzuprägen? Kannst gerne mal in die Kommentare schreiben. Bevor ich es jetzt auflöse, was dein Tipp ist, auf jeden Fall, mein persönlicher Rekord waren so ja knapp unter 40 Sekunden. Und die Weltbesten, und ich glaube im Wettkampf war es so knapp unter einer Minute. Wettkampf und Training ist immer natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber die Weltbesten oder der Weltrekord ist schon weit unter 20 Sekunden. Zum Teil kommen die schon ran, dass in 10 Sekunden sich 52 Fakten, Inhalte an Spielkarten, die sich wirklich einprägen können. Klar, es ist dann natürlich sehr, sehr viel Training und Automatisierung, aber du siehst wirklich, was damit einfach ja möglich ist und dass man sich zum Beispiel locker irgendwie 1500 Binärziffern ja in einer Stunde einprägen kann und noch weit mehr. Also da gib gerne mal deine Tipps ab. Würde mich mal interessieren, was du da denkst oder wie du das einschätzt. Und ich kann dann gern drunter kommentieren, was wirklich der Weltrekord aktuell ist. Genau, auf jeden Fall richtig beeindruckend, was da einfach möglich ist. Und ja, du musst natürlich da nicht irgendwie dir Binärzahlen einprägen. Aber wenn du dir irgendwie 100 Fakten in relativ kurzer Zeit im Medizinstudium einprägen kannst, ist es natürlich auch mega cool. Dann, was habe ich noch vom Gedächtnissport gelernt, was ich dann 1:1 fürs Medizinstudium, für meine Prüfungen ja dann nutzen und verwenden konnte? Ein was, und das fängt schon vor dem eigentlichen Gedächtnissportwettkampf an, man bereitet sich vor. Und das kann ich dir auch natürlich für Prüfungen, mündliche Prüfungen, fürs Examen und so weiter empfehlen. Was habe ich da konkret gemacht? Ich habe versucht, im Gedächtnissport, man weiß meistens entweder, wo ist die Location, man weiß natürlich genau, welche Disziplinen kommen dran, wie lange hat man Zeit. Manche Disziplinen
sind nur sehr kurz. Manche, bei der Weltmeisterschaft musst du dir eine Stunde lang zum Beispiel Ziffern oder Spielkarten einprägen. Also es variiert auch immer von Wettkampf zu Wettkampf. Und wie habe ich mich da vorbereitet, dass ich versucht habe, möglichst optimal dann in diesem Wettkampf, in der Wettkampfsituation vorbereitet zu sein? Und da ist ein Tipp, sich diese, ob es im Medizinstudium deine Prüfungssituation ist oder dann die Wettkampfsituation, zu versuchen, dir die ganze Szene, die Prüfungssituation oder den Wettkampf zu entweder zu simulieren oder zu visualisieren. Ich habe mich dann wirklich hingesetzt, habe mir meinen Timer, meine hier Kopfhörer, da komme ich später nochmal drauf, aufgesetzt, dass ich konzentriert bin und habe versucht zu simulieren, wie ist die Prüfungssituation oder eben die Wettkampfsituation, habe das wirklich ja durchexerziert vom Aufsetzen vom Kopfhörer und so weiter, wie ich da vorgehe. Und das kann ich dir auch empfehlen, zum Beispiel bei Prüfungen. Bei mir war es immer so, bei mündlichen Prüfungen ist man dann doch, und dir geht es vielleicht ähnlich, dann doch nochmal mehr aufgeregt, als wenn man nur vor seinem Zettel und seinen Multiple-Choice-Fragen vielleicht sitzt, dass ich mir, um diese Situation möglichst real ja, im Vorfeld zu üben oder zu trainieren, habe ich mir fürs letzte mündliche Examen meine Prüfer aus dem Internet als Bilder ausgedruckt und quasi an die Wand gehangen oder vor mich aufgehangen und habe dann manche Themen von den Altprotokollen, kann ich dir auch empfehlen, mit Altprotokollen zu lernen, hab mich dann hingesetzt, die Prüfer vor mir, und habe denen dann versucht, die einzelnen Themen aus den Prüfungsprotokollen, die gerne gefragt haben, eben zu erzählen und so weiter. Und dann war ich viel relaxter, als dann die Prüfer wirklich vor mir saßen und ich einfach schon wusste, okay, wie die aussehen und so weiter, und war dann gar nicht mehr so angespannt, als wenn ich die jetzt das erste Mal vor mir gesehen hätte und dann ist man nochmal mehr aufgeregt und so weiter. Also so, das als Tipp, dass du dir im Vorfeld auch vielleicht manche Fragen überlegst oder du stellst die Prüfungssituation, die mündliche Prüfungssituation so vor oder stellst die nach, dass du sagst mit einer Freundin, mit einem Freund, du setzt dich hin und simulierst einfach diese Situation. Das gibt dir dann auch eine gewisse Sicherheit und Ruhe, dass du weißt, ja eigentlich hast du diese Prüfungssituation oder diese Wettkampfsituation schon mal durchlebt und kannst dann beruhigter und auch selbstsicherer und selbstbewusster dann in diese ja, Szene dann gehen oder eben in die Prüfung oder in den Wettkampf. Und genau, das so als Tipp. Vorbereitung ist oft das A und O. Klar, grundlegend, Basics ist natürlich wie im Gedächtnissport oder dann im Medizinstudium, dass du natürlich die Sachen auswendig lernst, dich vorbereitet, auch inhaltlich. Im Gedächtnissport trainiert man dann die Disziplinen, dass man da eben schneller und sicherer wird. Genau, aber prinzipiell hat es mir sehr geholfen, mich schon in diese Situation reinzubringen, ob dann auch im Medizinstudium oder eben im Wettkampf, weil es dir eben, wie gesagt, Sicherheit gibt, du bist ruhiger und so weiter. Und das Coole war, wenn du mit Gedächtnispalästen lernst, im Gedächtnissport muss man die dann erst im Wettkampf bauen, aber auch davor bereitet man schon die Räume vor. Oder wenn du im Medizinstudium entweder Merkvideos mit Gedächtnispalästen von uns dir anschaust oder dir selbst Gedächtnispaläste baust, dass sowohl im Gedächtnissport als auch dann bei mir im Medizinstudium hat mir das eine krasse Sicherheit gegeben, wenn ich so einen Gedächtnispalast hatte oder mir Wissen damit eingeprägt habe, weil ich wusste, wenn ich das ein paar Tage nochmal im Gedächtnispalast mir visualisiert habe, nochmal durchgegangen bin, dass egal wie aufgeregt ich war, mir sehr, sehr sicher und auch sehr zuverlässig die ganzen Fakten, die in meinem Gedächtnispalast abgespeichert war, abrufen kann. Und das ist auch wieder ein Vorteil, du bist dann viel sicherer im Gefühl, in der Prüfung, im Wettkampf, wenn du weißt, du bist gut vorbereitet, weil du die richtige Technik hast und weil du dann so ein Vertrauen aufbaust in die Gedächtnispaläste, wenn du schon mal zum Beispiel auch selbst damit gelernt hast und so eine Sicherheit in solchen Situationen, in Prüfungsdrucksituationen, wenn du da ruhiger bist, hat es natürlich große Vorteile. Du hast dann vielleicht ein besseres Ergebnis im Wettkampf oder eine bessere Note dann im Examen, in der Prüfung. Deswegen, wenn du die richtigen Techniken in der Vorbereitung schon nutzt und angewandt hast, ja, hat es große Vorteile dann eben für solche Situationen. Ja, dann noch ein ja sehr erstaunlicher Nebeneffekt, was solche Lerntechniken haben. Das habe ich im Gedächtnissport gesehen und dann später auch im Medizinstudium, dass diese Gedächtnispaläste ja sehr auf Kreativität aufbauen und darauf beruhen, dass man sich Bilder überlegt, lustige, verrückte Geschichten, Szenen, Gedächtnispaläste ausdenkt. Und zu Beginn dachte ich immer, vielleicht bin ich gar nicht kreativ genug, kann mir gar nicht da diese Bilder so überlegen und mir diesen Gedächtnispalast mit diesen lustigen und übertriebenen, extremen Sachen vorstellen. Ich habe dann aber gemerkt, je mehr, auch hier sind wir wieder beim gleichen Thema, je mehr ich das eben angewandt habe, verwendet habe, umso kreativer und schneller und verrückter wurden dann meine Ideen auch. Und mittlerweile, egal, wenn du mir irgendwas sagst, wo ich eine lustige Geschichte draus bauen kann, würde ich dir wahrscheinlich im Schlaf irgendeinen Blödsinn und dir was Lustiges dazu erzählen. Und das hat mir auch persönlich gezeigt, dass man einfach Kreativität sehr, sehr stark trainieren kann. Und es ist eigentlich sehr beeindruckend gewesen, dass auch dann in anderen Bereichen
Das hat dann gar nichts mehr mit Gedächtnispalästen und Gedächtnissport oder so zu tun gehabt, dass man auch in anderen Bereichen viel, viel kreativer wurde, weil man wieder so seine Kreativität angezapft hat, die trainiert hat und genutzt hat und das dann eben mir nicht nur Vorteile gebracht hat im Studium, sondern auch im Alltag oder im Privaten, dass man einfach ja wieder viel, viel kreativer wurde, wo man dachte eigentlich, ja, dass man so kreativ gar nicht ist oder sein kann. Also das so als positiver Nebeneffekt von diesen Lerntechniken, dass du einfach auch sehr kreativ dadurch wieder wirst. Und es soll dich ermutigen und soll dir zeigen, dass du auch, wenn du sagst, du bist nicht so kreativ, zum einen, das habe ich gesehen, die Lerntechniken trotzdem funktionieren. Und du wirklich, auch wenn du sagst, du bist nicht so kreativ, dass du auch wirklich ja sehr kreativ mithilfe von solchen Gedächtnispalästen ja wieder sehr kreativ werden kannst. Dann weiterer wichtiger Punkt im Gedächtnissport ist die Konzentration, der Fokus. Bei 5-Minuten-Disziplinen oder bei den Speedcuts, wo du irgendwie dich nur top 30 Sekunden eine Minute lang konzentrieren musst, lernt man, wie man sich wirklich in diese Konzentration ja reinbringen kann und lernt auch einfach seine Konzentration zu steigern, dass du dich auch mal ja eine Stunde lang wirklich konzentrieren kannst. Klar, bei einer Stunde kann man sich jetzt nicht 100%, 60 Minuten lang top konzentrieren, sondern da gibt es auch Höhen und Tiefen, aber du lernst wirklich sehr, sehr fokussiert und immer dich länger zu konzentrieren. Das zeigt dir zum einen, das habe ich auch selbst gesehen, du kannst lernen, dich auch länger zu konzentrieren. Gerade bist du vielleicht in einer Drucksituation oder Zeit und hast großen Zeitdruck, wo du dich wirklich die Zeit möglichst effizient nutzen kann. Und dann lohnt sich es natürlich, wenn du die Zeit, wo du zum Lernen verwendest, dich wirklich gut konzentrieren kannst. Und wie gesagt, Konzentration kann man lernen und aufbauen, dass du dich wirklich zum einen schnell konzentrieren kannst und dann auch langfristig konzentrieren kannst. Und die Erfahrung hast du vielleicht schon selbst gemacht, wenn du irgendwie zu Beginn des Studiums warst und vielleicht den Eindruck hattest, dass du dich noch nicht so konzentrieren kannst, je mehr du dann auch ja dich hinsetzt, konzentriert, fokussiert bist, dass du auch merkst, oh krass, ich kann mich jetzt wirklich mal schon 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde lang sehr, sehr gut konzentrieren. Was mir da immer geholfen hat, war, dass ich mir nicht einen Timer gestellt habe. Die Technik gibt es ja auch. Klar, die bringt manchen was. Mir hat es immer nicht so viel gebracht, einen Timer zu haben, der nach 20 Minuten sagt, so kurze Pause, weil oft war ich da noch so in dem Fokus und Flow, dass mich das dann rausgebracht hat. Und bis man dann wieder in der Konzentration ist, kostet es auch wieder Energie und ja, Konzentration einfach, um wieder in den Zustand zu kommen. Deswegen, wenn du merkst, oh, du kannst dich irgendwie mittlerweile schon länger konzentrieren, dann würde ich nicht, weil empfohlen wird, was ich, den Wecker, die Pause nach 20 Minuten zu machen, sondern würde sagen, okay, ich merke, ich kann mich jetzt auf 40 Minuten top konzentrieren, vielleicht sich da erstmal eine Pause ja, auferlegen oder eine Pause zu machen. Genau, weil einfach Konzentration und der Fokus erlernbar ist und mit Training man den eben sehr, sehr stark ausbauen kann. Dann, das ist auch noch ein Tipp aus dem Gedächtnissport, der dir aber eben auch für die Konzentration und für den Fokus helfen kann. Im Gedächtnissport haben die meisten oder viele solche Gehörschutz-Kopfhörer auf, um eben keine Geräusche von außen oder kein Geraschel oder irgendwelche kleinen Geräusche von anderen ja, Kandidaten oder Kandidatinnen an sich ranzulassen. Und da habe ich gelernt, auch für mich und bei vielen ist es vielleicht noch ein bisschen anders, kann auch funktionieren, dass Leute mit Musik lernen, dass sie irgendwelche Sachen in der Umgebung brauchen, damit man sich besser konzentrieren kann. Ich für mich persönlich habe gemerkt, je ruhiger, je abgeschotteter ich von allem bin, umso besser kann ich mich konzentrieren. Im Gedächtnissport würde, glaube ich, auch keiner auf die Idee kommen, sich irgendwie, es ist zum einen nicht erlaubt, sich jetzt Kopfhörer oder irgendwas aufzusetzen, wo Musik abspielt. Aber das war meine Erfahrung und du kannst gerne mal ausprobieren, dich wirklich mal hinzusetzen, möglichst alles Handy, alles weg, jede Geräuschkulisse möglichst ja, auszustellen, dir vielleicht Oropax, Ohrenstöpsel reinzumachen. Weil ich aus eigener Erfahrung kann sagen, ich konnte mich viel, viel besser konzentrieren, als ich dann so Kopfhörer aufgehört habe, weil man dann nicht von äußeren Einflüssen irgendwie gestört wird oder rausgebracht wird. Und gerade in der heutigen Zeit mit Handy und so weiter, ja, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Handy irgendwie wegzulegen oder in einen anderen Raum. Es gibt zwar auch verschiedene Musik, wo auch nachgewiesen wurde, dass man sich damit besser konzentrieren kann und so weiter. Ich selbst, für mich hat es nicht so wirklich funktioniert. Da auch der Tipp, versuch einfach oder mach das, was für dich wirklich was bringt. Und wenn du jetzt immer mit Musik lernst, kann ich dir mal empfehlen, es auszuprobieren, zu sagen, okay, ich versuche mal wirklich keine Musik, mich wirklich zu konzentrieren. Und wenn es mal nur 10, 20 Minuten sind und kannst dann ja mal schauen, wie viel besser du dich vielleicht konzentrieren oder fokussieren könntest oder kannst. Weil manchmal ist es wirklich so, man lernt eine Stunde und sie war aber sehr ineffizient oder nicht so effektiv, weil man eben gar nicht konzentriert war. Und manchmal ist dann eben weniger mehr, wenn du top fokussiert bist, top die Sachen auswendig lernst und nicht irgendwie 2 Stunden mit Störquellen und abgelenkt bist. Genau, von daher der Tipp zählt,
im Gedächtnissport oder Medizinstudium. Versuch, möglichst Störquellen, ob das akustisch oder andere Art sind, auszustellen, weil unser Gehirn sich dann besser auf wirklich eine Sache, auf das Lernen oder dann auf das Merken von irgendwelchen Sachen im Gedächtnissport ja fokussieren und konzentrieren kann. Und dann noch ein ganz cooler Tipp, den hast du so vielleicht noch nicht gehört, hat auch wieder mit den Kopfhörern zu tun. Bei mir ist es mittlerweile so, im Wettkampf, ich habe die beim Training aufgesetzt, ich habe die im Wettkampf aufgesetzt und immer dann, wenn ich die mir auf den Kopf getan habe, habe ich mich so drauf konditioniert, dass immer, wenn ich die Kopfhörer drauf hatte, mein Gehirn, mein Körper schon wusste, oh, jetzt wird's ernst, jetzt wollen wir uns konzentrieren und fokussieren und habe mich dann drauf konditioniert im Gedächtnissport, was dann auch im Medizinstudium funktioniert hat, dass immer, wenn ich die Kopfhörer aufgesetzt habe beim Lernen, einfach ich schon in einem ganz anderen Zustand war und okay, jetzt heißt's fokussieren. Und, wie ich gerade schon angesprochen habe, der Vorteil noch, du hörst dann auch deine Umgebung nicht so gut, bist dann noch dadurch noch mal besser konzentriert, weil du eben die Geräusche nicht hörst. Und den Tipp kann ich dir auch geben, auch für Prüfungen oder fürs Lernen, dass du dich dahingehend konditionierst, mit kleinen Gesten, mit kleinen Sachen, dich so zu konditionieren, dass wenn du die aufhast, irgendwie trägst, an deinem Körper hast, was auch immer, dass du dann weißt, okay, jetzt heißt fokussieren, Konzentration. Klar, du kannst jetzt nicht auch in der Prüfung mit so einem Kopfhörer ankommen. Da kann ich dir zum Beispiel empfehlen oder den Tipp geben, vielleicht hast du ein Haargummi oder irgendein Armband, wo du sagst, okay, das magst du bewusst hin, wenn du dich fokussierst und konzentrieren willst. Und das kannst du dann eben auch in der Prüfung hinmachen, so als Zeichen, okay, jetzt mache ich es hin, die Prüfung geht los. Und dann weiß dein Gehirn, Körper, jetzt heißt konzentrieren, Fokus. Klar, das braucht ein bisschen, bis man das so verinnerlicht hat und sich ein bisschen daraufhin konditioniert hat. Aber wenn du sagst, du willst mal ausprobieren, so ein Haargummi oder irgendwas, wo man schnell irgendwie sich hinmachen kann, ja, es kann ein ganz guter, cooler Trick sein, auch langfristig gesehen, dass man sich eben dahingehend konditioniert, dass man sich dann wirklich auf den Punkt konzentrieren kann. Ja, das waren jetzt so ein paar Punkte, die ich dir zeigen wollte, ein paar Learnings, die ich im Gedächtnissport gemacht habe, die bei mir im Medizinstudium dann wunderbar geklappt haben und ich hoffe, du kannst das ein oder andere für dich mal mitnehmen oder auch ausprobieren, ob es für dich klappt, würde mich freuen, sag gerne mal, welchen Tipp du als am besten fandest. Den Tipp kann ich dir auch geben, wenn du sagst, oh, das klingt ganz gut, es gibt Zeiten und wenn du die wissen möchtest, kann ich die dann gerne auch noch in die Kommentare schreiben, wenn da die Frage kommt, wo man eben diese Disziplinen, wo man so den Gedächtnissport auch online und auch kostenlos zum Teil einfach mal trainieren und ausprobieren kann. Bei mir hat es damals mega viel Spaß gemacht zu sehen, boah, ich kann mehr Ziffern auf einmal mehr merken und so weiter. Und es hat dann natürlich auch positive Effekte fürs Medizinstudium, weil das 1:1 dann eben dieselben Gedächtnistechniken sind oder eben ja die Gedächtnispaläste, wo man da eben sehr, sehr gut üben kann, auch mal unabhängig vom medizinischen Stoff. Ansonsten, wenn du sonst noch Fragen hast zum Gedächtnissport oder dich ein Thema interessiert, dann schreib es gerne in die Kommentare, dann mache ich vielleicht gerne auch dazu noch mein extra Video und schreib mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob du sagst, boah, mich würde mal interessieren, wie so ein konkret das aussieht, wenn ich mir, was weiß ich, in 5 Minuten oder in einer Minute zufällige Ziffern einpräge oder so, dann kann ich gerne das auch mal aufnehmen oder ein Video dazu machen, falls es euch interessiert oder dich interessiert. Und ansonsten lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Heute mal ein bisschen eine andere Art von Video, nicht so konkret irgendwelche Lerntechniken angewandt, aber ich dachte mir eben, dass ich dir da ja manche Tipps geben kann, die dir auch helfen. Ansonsten, falls du es noch nicht gemacht hast, die allermeisten von euch haben es noch nicht, gerne uns auch abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann verpasst du auf jeden Fall kein Video mehr und ja, freut mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist und viel Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht landest du irgendwann auch beim Gedächtnissport, aber ich hoffe, dass du auf jeden Fall manche Tipps für dein Medizinstudium jetzt anwenden kannst und mal ausprobieren kannst und wünsche dir in diesem Sinne viel Erfolg beim Lernen und vor allem auch viel Spaß, weil das hat man eben auch, wenn man mit Gedächtnispalästen lernt. In diesem Sinne, mach's gut, ciao!